Schieß doch drauf, Leute! Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich gehe jetzt zu dieser Hauptkontrolltafel und Sie können mich nicht aufhalten. Sie haben unsere Begegnung auf Wormaya überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann Sie nicht retten. Ich sollte Ihnen wohl danken, Shepard. Nach Wormaya musste ich immer an das denken, was Sie gesagt haben. Dass mich die Sovereign manipuliert, mich indoktriniert. Die Zweifel begannen an mir zu nagen. Die Sovereign spürte mein Zögern und ich bekam ein Implantat, um meine Entschlossenheit zu stärken. Nun habe ich keine Zweifel mehr. Ich glaube an die Sovereign. Ich verstehe, dass die Reaper organische benötigen. Schließen Sie sich uns an, dann findet die Sovereign auch einen Platz für Sie. Hatte der nicht mal eine andere Stimme? Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Ich glaube, der denkt immer noch, dass er genauso frei handeln kann, wenn die Reaper haben, was sie wollen. Die Sovereign hat noch nicht gewonnen. Ich kann verhindern, dass sie die Kontrolle über die Station übernimmt. Treten Sie zur Seite, dann wird die Invasion nie geschehen. Wir können Sie nicht aufhalten. Nicht auf Dauer. Sie haben die Visionen gesehen. Sie haben gesehen, was aus den Proteanern geworden ist. Die Reaper sind zu mächtig. Einem Teil von Ihnen muss doch klar sein, dass das falsch ist. Sie können dagegen ankämpfen. Vielleicht haben Sie recht. Vielleicht gibt es noch eine Chance für... Die Implantate! Die Sovereign ist zu stark. Tut mir leid. Es ist zu spät für mich. Es ist noch nicht vorüber. Sie können das noch wieder gut machen. Nehmen Sie wohl, Shepard. Vielen Dank. Aber jetzt mal so ehrlich, mit seiner Tonspur war irgendwas nicht ganz richtig, ne? Moment, bevor ich das tue. Die war mal anders und sie war auch unglaublich leise, gerade im Vergleich zu allem anderen. Ich benutze es. Vigils Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. New Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole, der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sie würden Menschen opfern, um den Rat zu retten?
Was haben die denn je für unser Volk getan? Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Halten Sie sie zurück, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Ich muss leider Garrus recht geben. Ich glaube, der Rat ist schon noch wichtig. Sonst machen wir ja das gleiche wie die Proteaner. Wenn der Rat weg ist, ist es halt... Ne? Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Sie sind gerettet! Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sovereign. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Er hat sich in den Kopf geschossen. Spätestens jetzt ist es. Er ist tot. Das denn jetzt? Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Alter, Waffe, was tust du? Warum bist du überhitzt? Was muss ich tun? Waffe wechseln? Kann ich wieder meine Pistole nehmen? Du hin, Alter. Und was bist du? Bist du jetzt ein Geht oder bist du jetzt ein Creepy sonst was? Kannst du mal bitte stillhalten? Alter, Junge. Don't do that to me. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Ja, ich tue mein Bestes. Ich weiß, ich meine die Sovereign, aber das Monster hier würde ich auch gerne lieber tot sehen. Passt mir nicht so ganz in den Kram, das Vieh.
Alter, jetzt halt doch mal still. Oh, oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Du bewegst dich zu schnell, mein Junge. Mann, du bist so oder so tot. Jetzt mach, was du willst. Sag ich doch. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Alter, das Gänsehaut. Dachte gerade schon, ich bin tot. Botschafter? Captain? Commander Shepard? Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianzstreitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen. Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Oh. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten.
Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Ach, wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Ja. Wir brauchen jemanden mit Mut, der für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Na, du bist ein Arsch. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Ja, und? Ich hätte lieber den Captain im Rat als jeden Politiker, den ich kenne. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Es ist wesentlich besser, Anderson zu haben, weil wenn wir Anderson nicht gehabt hätten, dann wären wir jetzt alle tot gewesen. Ganz egal, was ich getan habe, aber ohne ihn wären wir ja nie von der Zitadelle weggekommen. Aber egal. Naja, ne? Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. Ich würde sagen, das war's doch dann mal endlich. Super geiles Ende, muss ich ja nun sagen. Zwischendurch war es zwar ein bisschen trocken, weil ich die ganzen Nebenmissionen gemacht habe. Aber ich hatte gerade Gänsehaut pur. Ich bin sprachlos. Mehr kann ich gerade dazu nicht sagen. Nein, super geil. Und ich muss immer wieder sagen, ich liebe diese Musik zu diesem Spiel. Das ist der Wahnsinn. Ohne die Musik, also ich meine, das Spiel an sich ist schon geil, aber ohne die Musik wäre es nur halb so gut. Hui. Naja, ich würde sagen, kann ich mich ja mal bei euch bedanken, dass ihr so schön fleißig zugeschaut habt und unterstützt und kommentiert habt. Und das war definitiv ein echt geiles Spiel und ich bin sehr froh, dass ich es endlich mal gespielt habe, weil ich habe das, glaube ich, schon ein, zweimal angefangen. Aber nie weitergespielt, weil ich immer so, ich fange sehr gerne Spiele an und lasse mich dann von anderen Sachen ablenken. Aber sehr gut, dass ich das durchgespielt habe. Und der zweite Teil folgt definitiv. Auf jeden Fall. Aber vielleicht nicht jetzt gleich, sondern erstmal was dazwischen. So ein kleines wenig Abwechslung. Sind ja jetzt auch, jetzt muss ich lügen, fast 170 Folgen? Boah. Andere Leute spielen das wahrscheinlich in 100 durch. Stellen sie auch nicht so an wie ich, aber... sehr geil. Sehr geil. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Bin vielleicht schon ein paar Jahre zu spät, das ist ja schon ein bisschen älter, das Spiel, aber sehr geil. Ja, ne? Nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und Reinschauen und ich hoffe, ihr schaut auch in die nächsten Folgen rein oder in die nächsten Sachen und in die nächsten Projekte und in die anderen Projekte. Das freut mich immer sehr und wenn jemand mal so ein Hallo, das hast du gut gemacht oder irgendwelche Tipps oder so da lässt, das finde ich sehr toll. Und ich bin gerade voll am Rumknören.
und voll am Rumschreien, weil ich das Gefühl habe, über die Musik rüber tönen zu müssen. Aber das muss ich gar nicht. Und deswegen würde ich sagen, da wird sie Credits bis zum Ende angucken, weil sie auch zum Spiel dazugehören, weil jeder Einzelne, der da aufgeführt ist, dafür gesorgt hat, dass das Spiel so ist, wie es ist. Mit den kleinen Ecken und Kanten. Wie gesagt, ein bisschen ärgerlich, dass jetzt zum Schluss das Spiel einmal abgestürzt ist. Das war so einmal voll rausgehauen. Aber ging, war ja nur im Kampf, war jetzt nicht in irgendeiner Sequenz oder so. Das wäre super ärgerlich gewesen. Aber vielen Dank an alle, die an diesem Spiel mitgewirkt haben. Vielen Dank. Ihr seid super, macht weiter so. Ihr werdet das nie hören in diesem Leben. Ihr werdet das nie verstehen, weil ihr wahrscheinlich alle kein Deutsch sprecht. Aber vielen Dank. War sehr geil, war gut, macht weiter so. Falls ihr noch dabei seid, ihr habt bestimmt schon 100 andere Projekte gemacht, die wahrscheinlich mindestens genauso geil sind. Aber egal. Ich möchte trotzdem meinen Dank mal loswerden. Und jetzt bin ich, glaube ich, einfach mal ruhig, bis die Credits durchgelaufen sind, weil sonst rede ich noch fünfmal das Gleiche. Und ich glaube, die Credits sind ein bisschen länger, weil super geiles Teil. Super episch, super, 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 mega, super. Stehe ich voll drauf. Zumal, weil es... Jetzt höre ich trotzdem nicht auf zu reden, aber ist egal. Normalerweise bin ich ja nicht so der Shooter-Spieler. Nicht so der geübte Shooter-Spieler, zumindest. Jetzt hat gerade meine Tür geklingelt, das ist auch wunderschön. Aber, normalerweise bin ich nicht so der Shooter-Spieler. Und, naja, das hier war schon ganz nett, weil man so ein bisschen Rollenspielcharakter, weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber so ein bisschen was, man kann ja, im Großen und Ganzen kann man nicht wirklich was entscheiden. Man kann gut, man kann böse, man kann mittel und so zwei, drei Sachen mal entscheiden, wer stirbt, wer nicht stirbt. Aber das ist rundum echt geil gemacht. Weil gut. Und ja, jetzt höre ich auf zu reden. Und wir hören uns, wenn die Fälle zu viel offen sind oder so.
Jetzt ist die Musik alle und die Credits sind immer noch nicht durch. Muss ich jetzt wieder reden? Das ist ja der Wahnsinn. Könnten wir bitte noch ein Lied einspielen? Ich fand die Musik gerade ganz schön und ganz entspannt zum Zuhören. Weil ohne Musik hört man jetzt den ganzen Lärm, der im Hintergrund ist wahrscheinlich. Ah, ein herzliches Dank gebührt unseren Familien und Freunden, deren Unterstützung und Geduld es uns ermöglichte, nach den Sternen zu greifen. Das stimmt. Die Unterstützung ist, glaube ich, immer sehr wertvoll. So, das waren die Credits, würde ich sagen. Ne? Und jetzt fängt das Menü von vorne an. Das ist sehr schön. Ja, dass es von Electronic Arts ist, das wissen wir. Das ist, glaube ich, allzeit bekannt. Und ich glaube, bevor ich hier noch lange weiterrede, haue ich den Tisch und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch. Echt toll, dass ihr zugeschaut habt. Und verabschiede mich bis zum nächsten Let's Play, wenn ihr reinschauen mögt. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin, wir sehen uns wie immer beim nächsten Mal. Tschüss.